in der Stahlkurve muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Er zieht den Wagen jetzt nach oben. Das Oval war ja im Grunde genommen die Teststrecke, um immer möglichst schnell wieder, ohne abzubremsen, auf die gleiche Teststrecke zurückzufahren, nicht zurückzuführen. Das heißt, man fuhr auf dem Oval immer unendlich geradeaus mit gleichbleibender Geschwindigkeit und konnte auf den Messgeraden dann entsprechend die Teste durchführen. Das war natürlich im Vergleich zu den damals durchgeführten Tests auf den öffentlichen Straßen war das schon hervorragende Weiterentwicklung, dass man hier möglichst unabhängig vom normalen Straßenverkehr seine Teste durchführen konnte. Es gab damals, und das gibt es glaube ich auch heute noch, die Gruppen der Subjektivbeurteiler und die objektiv messenden Ingenieure. Die Subjektivbeurteiler haben praktisch mit ihrem Popometer das den Reifen dann beurteilt, der jeweils am Fahrzeug war, und die mit der Messtechnik, und das war eine relativ simple Messtechnik auf analoger Basis aufgebaut, man musste praktisch die Messsignale aufzeichnen auf einem Schreibgerät, dann wurde ein Schrieb erstellt und der wurde dann anschließend ausgewertet. Und um eine Aussage machen zu können, musste man halt eben diverse Tests durchführen, sagen wir mal 20 Bremsungen, und dann wurde anschließend der Mittelwert gebildet mit einer Standardabweichung. Und zu Anfang war das dann sehr schwierig, weil ja die Reibpaarung zwischen Reifen und Fahrbahn, die war ja immer abhängig auch von der Fahrbahn, und die Fahrbahn war nicht so homogen, dass man sagen konnte, wir kriegen immer dieselben Messergebnisse, es schwankte ja auch, nicht? Und das war auch ein Grundgedanke praktisch bei dem elektronisch gesteuerten Auto, das Auto immer in derselben Spur zu fahren. Es war ja ein Fahrzeug, was praktisch auf einer Schiene fuhr. Diese Schiene war halt der Draht. Das wurde durch einen sogenannten Stellmotor, der unterm Lenkrad angebracht war, bedient. Und dieser Stellmotor, der bekam seine Impulse von zwei Induktionsspulen, die vorne und hinten am Fahrzeug waren, die das Elektromagnetfeld erfassten. Und ich wollte das Auto auf die Kreisbahn bringen. Dort wurde ein Draht ausgelegt für eine Geschwindigkeit von etwa 80, so war das gedacht. Und ich stelle das Auto auf den Draht und lasse das losfahren und wutsch, fuhr das raus. Das Auto hat nicht mitgespielt. Ja, dann stand ich da rum. Aber im Kofferraum war die Elektronik, eine große Kiste mit laufend Knöpfchen dabei und ein bisschen wissen wir ja auch von der Regelungstechnik, PID-Regler und, mit mehreren Knöpfchen. Und dann bin ich dabei gegangen und habe wirklich empirisch an den Knöpfchen so lange gedreht, bis dieses Auto auf der Kreisbahn fuhr und nicht rausflog. Jeder Junge hat früher eine Märklin-Eisenbahn gehabt, die auch von einem Schaltpult bedient wurde. Und so war das mit dem Auto auch. Da man das natürlich auch mit dem normalen Versuchsbetrieb nicht koppeln konnte, ist das E-Auto dann auch in irgendwelchen Schichten gefahren, wo sonst keiner fuhr. Und dann gab es immer wieder Unregelmäßigkeiten. Es war nicht zu erklären, warum plötzlich das Auto nicht mehr auftauchte. Es fuhr ja immer praktisch seinen Kurs hier auf dem Oval. Am Steuerpult im Messhaus saß der Herr Meier und überwachte das. Das Auto lief mit den Testreifen dann fahrerlos nachts. Ich saß am Schaltpult und hab irgendwelche Büroarbeiten gemacht oder gelesen oder wie auch immer. Irgendwann ist man natürlich auch mal eingenickt, weil das ja die ganze Nacht bis zum Morgen ging. Und das Fahrzeug lief dann, man saß an den Scheinwerfern, die da vorbeikamen. Ich glaube, am Schaltpult konnte ich es gar nicht erkennen, ob es noch fuhr. Aber irgendwann kam es dann halt auch nicht mehr vorbei. Das hat man dann auch, habe ich dann auch erlebt. Da musste sich auf die Suche machen. Dann stand das hier irgendwo abseits vom Draht, hatte, wie es ja vorgesehen war, automatisch dann gebremst, damit also das denn nicht kaputt ging und das nicht irgendwo gegenfuhr. Ja, da musste ich mich auf die Suche machen nachts, stockdunkler Nacht.
Und dann stand es irgendwo im Grünen. War es tatsächlich durch irgendeinen Einfluss, durch Seitenwind, durch ein Kaninchen oder was auch immer, vom Draht abgekommen. Und ja, bis es dann zum Schildstand kam, war es dann vielleicht auch mal, als die ersten Büsche erreicht gehabt. Im Motorraum hatte ich nichts zu suchen. Gar nicht. Im Kofferraum. Ja, hier ist was für dich. Ich war in der Kiste drin. Da bin ich drin gewesen mit dem Lötkolben. Hast du denn diese Platinen da öfters mal ausgetauscht? Ja. Nein. Nicht? Ich hatte nur die Schaltung und ich wollte ja wissen, wie weit ist das Auto vom Draht weg? Ja. Und dazu brauchte ich die Signale von den Antennen. Und dann habe ich hinten auf der Gegengeraden habe ich eine Kurve ausgelegt und bin mit dem Auto hat das Auto fahren lassen. Mhm. Und habe gemessen mit den Antennen, wie weit hat das Auto jetzt den Draht nicht mehr in der Mitte. Mhm. Das mussten wir ja wissen, wenn wir hinten über das Unterflurlabor fahren wollen. Ja, natürlich. Unter der Messgeraden gibt es ein kleines Unterflurlabor mit einem in der Fahrbahn eingelassenen Scheibe und dort wollte man die Bewegungen der Reifenaufstandsklötze praktisch auf der Fahrbahn wollte man filmen und dann war eine Hochgeschwindigkeitskamera in dem Unterflurlabor. Der Film wurde durchgerissen, also mit einem Stroboskin belichtet und dann musste dieser Film entwickelt werden und dann konnte man anschließend diesen Film betrachten, was sich denn da tat. Labor unter der äußeren Sicherheitsbahn. Highspeed-Kameras filmen durch gläserne Fahrbahn Bodenaufstandsflächen von Reifen. Profilstudie M&S-Reifen. Fahrzeuggeschwindigkeit 130 km pro Stunde. Kamerageschwindigkeit 10.000 Bilder pro Sekunde. Ja, und dann kam irgendwann mal die Idee, wäre ja schön, wenn wir unter Querbeschleunigung, also in einer Kurve über das Fenster fahren. Ja, wenn die nicht mal geradeaus das Fenster treffen, wie soll die denn das sonst machen, nicht? Und da hat man dann auf das E-Auto geguckt. Und ja, dann habe ich da mal hinten meinen Draht verlegt, vermessen. Bin zu zweit gewesen mit dem langen Bandmaß und Kreide und den Plätzchen und Kleber und haben den Draht dann da verlegt, damit ich an die rechte Seite von der Bahn kam, wo das Fenster war, musste ich ja, wenn ich aus der Salco rauskomme, erstmal links rüber, dann musste ich eine Rechtskurve machen und dann musste ich schräg über die gesamte Bahn rüber zu dem Fenster. Und das Auto fuhr vom Draht runter, das hat überhaupt nicht mitgespielt. Das war, wie gesagt, aber am Ende meiner Zeit. Heute hätte ich gesagt, den Burschen kriegen wir noch irgendwie hin, da müssen wir mal gucken, aber so weit waren wir noch nicht. Die Armierung in der Betonfahrbahn, die hat dann gestört. Die hat das elektrische Feld, was also dort aufgebaut wurde durch den Draht, gestört. Und dann ist das Auto nie richtig über das U-Laborfenster. Es hat immer den Draht verlassen und man hat dann nicht mehr so viel Arbeit reingesteckt, wie es eigentlich erforderlich gewesen wäre. Ich habe neulich nachts überlegt, was war da eigentlich gewesen und habe gesagt, heute würde ich mich daran klemmen, um dieses Auto darüber zu kriegen. Aber jetzt können Sie das Lenkrad doch auch mal loslassen. Ne? In der Steilkurve kann ich das Lenkrad theoretisch loslassen. Ja. Die Versuchsbahn wurde mit größter Genauigkeit gefertigt. Selbst bei hoher Geschwindigkeit braucht das Lenkrad nicht festgehalten zu werden. Das Fahrzeug durchfährt die Steilkurve querkraftfrei. Das war eigentlich damals das Interessante. Man musste nicht sehr Obacht geben. Allerdings den von hinten aufschließenden Verkehr, den konnte man schlecht beobachten durch den Rückspiegel. Nicht? Da musste man schon aufpassen. Da muss man auch heute immer noch sehr aufpassen. Ja, da muss man wirklich. Plötzlich fährt einer an einem vorbei und man ist dann überrascht. Ne? Ja, gerade wir sind ja zwar mit 90 km/h unterwegs, aber es ist im Verhältnis zu dem Hochgeschwindigkeitsoval relativ langsam. Ja, das ist relativ langsam, das stimmt. Wenn uns hier jetzt jemand überholt, das kann durchaus mal sein, dass er die
doppelte Geschwindigkeit drauf hat. Also die Geschwindigkeiten, die wir damals maximal haben fahren können, und ich glaube, das wird auch heute noch der Fall sein, das ist ungefähr 220, 230, dann fährt man schon oben am Rand der Steilkurve und muss also schon das Fahrzeug etwas runterziehen, denn die Idealgeschwindigkeit oben am Rand, die beträgt ungefähr 180, je nach Fahrzeuggewicht. Ja, meine Einweisung war es 80 bis 180 km/h, genau, ist querkraftfrei, je nachdem, wo man fährt. Das querkraftfreies Fahren, danach ist das konstruiert. Und das Erstaunliche ist ja, man nimmt etwas, das Auto wird ja in die Kurve gepresst mit ungefähr 1,6-fach der Erdbeschleunigung. Das heißt, das Fahrzeug legt sich dann auch in die Federn und man selbst wurde dann auch entsprechend schwerer. Nicht? Also es war schon ein Gewöhnungseffekt dabei. Ne? Da kann es ja dann auch passieren, dass die Reifen über ihren Tragindex hinaus beansprucht werden, ne? Wenn das Fahrzeug plötzlich fast doppelt so schwer ist bei dem Tempo. Ja, das könnte schon sein. Nicht? Das ist, wenn man, aber die Reifen sind ja heute mit so einem Sicherheitsfaktor konstruiert, dass da nichts passieren konnte. Ne? km/h, 180 km/h. Geschwindigkeitsgewinn durch Reifen ohne Rollwulst. Kraftstoffverbrauchsmessung. Vergleichsmessungen zur Bestimmung des Rollwiderstandes unterschiedlicher Reifenkonstruktionen. Was das Auto eigentlich machen sollte, macht es hier noch nicht oder kann es noch nicht machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, da wir hier jetzt einfach das autonome Fahren hier im Oval. Ne? Genau, die Problematik dabei ist, wir entwickeln natürlich ein System für die Autobahn, das heißt für das automatisierte Fahren auf der Autobahn. Dementsprechend haben wir diverse Abfragen mit drin, wozu auch die Position gehört. Ja. Das können wir zwar in der Entwicklung auch umgehen, dass wir auch auf anderen Strecken als auf einer Autobahn aktivieren können. Aber wir haben trotzdem noch gewisse Abfragen, wir brauchen zum Beispiel Spurmarkierungen. Jetzt hat man hier auf dem Oval, auch weil es den Reibwert beeinflusst, keine Spurmarkierungen aufgebracht. Ja. Was wir noch brauchen ist zum Beispiel, dass der Fahrer in seinem Sitz sitzt, dass er angeschnallt ist. Ja. Das sind lauter so kleinere Abfragen, die quasi dem System erlauben, sich anzubieten oder eben nicht. Und jetzt hier ist halt der typische Fall, dass wir das System so konfiguriert haben, dass es sich hier gar nicht anbieten kann. Wir haben auch hier das Problem, wir haben für unser Umfeldmodell ganz wenige Anhaltspunkte, wo man lang fahren kann. Also es ist relativ schwierig zu erkennen, ob ich jetzt zum Beispiel, gerade wenn die Fahrbahn sehr steil geneigt ist, wo denn jetzt mein befahrbarer Bereich ist und wie ich diesen Bereich befahren kann. Und hier sieht man dann die Parameter, die Regelparameter, die ich verstellen musste, als ich auf die Kreisbahn wollte. Da hat das Auto nämlich nicht mitgespielt. Ja. Und man sieht HEA. Elektronisch gesteuertes Auto. Gott, ja. Und das ist die Kompressoranlage, ne? Luftdruckunterschied. Und die Antennen stimmten hinterher auch nicht mehr, die standen dann senkrecht. Richtig, die waren an der Seite. Ja, vorne auch, ne? Vorne und hinten. Zwei Antennen waren. Ja. Und hier ist, oder waren es drei? Nein, pass mal auf, das ist die Antenne, die hat die Signale vom Draht aufgenommen, hupen, Licht anmachen, Bremsen, zwei Bremsstufen, und das war dieser hier. Und hiermit wurde das Auto geführt. Ja, aber die funktionierten irgendwie nicht dann. Und dann hat man die senkrecht gestellt, nach dem Motto, wenn hier ein Draht ist und da ist ein elektromagnetisches Feld drumherum, dann geht das durch die Antenne, das war ja so eine Ferrettantenne. Ja, genau. Ja, durch die Ferrette. Ja. Und wenn der jetzt da drüber, wenn der auf dem Draht ist, kam da gar nichts mehr raus. Und dann wusste der, nun bin ich garantiert drunter. Es war, es hat Spaß gemacht, es war irgendwann sehr schnell Alltag für uns. Für die Gäste, die hier herkamen und betreut wurden von uns, da war das natürlich eine tolle Sache. Die staunten und manche juchzten hinten und es wurde
fotografiert ohne Ende. Das Auto fuhr, wenn eine Veranstaltung war, auf dem großen Kreis ohne Fahrer. Und das war das Erste, was die Leute zu sehen bekamen. Da fährt ein Auto und es sitzt keiner drin. Ja. Also der Name Continental war in aller Munde. Und viele wurden aufmerksam, hellhörig und haben auf uns geschaut, ja, ganz sicher. Und da hatte man einen Journalisten, ganz bekannten, ich bin also kein Autofan und deswegen weiß ich auch nicht, wer das war. Der sollte in dem Auto, auf dem Rücksitz, Zeitung lesend, hier eine Runde fahren. So, nun wird natürlich einen Tag vorher etwa eine Probe durchgeführt, Generalprobe oder so ähnlich. Also das alles, was an dem Tag da abläuft, wird einen Tag vorher probiert. Und dann fahren doch noch andere rum. Wir sind ja nicht die Einzigen, die hier gewesen sind. Und wenn jetzt einer über den meinen Draht fährt und gibt vielleicht in dem Augenblick noch Gas, dann reißt er an dem Draht und reißt den vielleicht aus diesen kleinen Klötzchen raus. Und wenn der Draht aus den Klötzchen rausgerissen ist, dann liegt er nicht in seiner Spur. Das merkt das Auto aber. So, jetzt fuhr dieser Mensch mit meinem Auto los und da ist wohl das Auto, das Ganze ist passiert da hinten unter der Brücke. Da ist unter der Brücke wohl ist dieses Auto plötzlich ausgeschert und hat eine Notbremsung gemacht. Und der Mann soll ziemlich bleich mit seiner Zeitung aus dem Auto gekrochen sein. Das macht auch Spaß jetzt. Ja, wir haben damals natürlich auch Besucher hier rumgefahren und haben denen dann demonstriert, heben Sie bitte mal Ihr Bein oder Ihren Arm, dann merken Sie, wie viel schwerer das geworden ist. Aber was hat man nicht jedes Jahr mitkriegt, oder? Das ist auch so gegen den Instinkt. Ne? Man hat so das Gefühl, man fliegt gleich in den Wald. Ja, ja, das ist gerade wenn man so 180 fährt hier. Ne? Das ist ja querkraftfrei hier. Ne? Ja. Herr Uhls, aber das haben Sie doch vermisst, oder? Schon super hier auch mit dem Bild hier. Genau, das Kamerabild ist hier von unserer Kamera, die wir hier in der Frontscheibe haben. Das ist eine Multifunktionskamera von Continental. Das heißt, das Produkt, was wir zum Beispiel an diverse Kunden vertreiben, um damit die dann damit oder wir mit ihnen zusammen einen Spurhalteassistenten, einen Notbremsassistenten oder ähnliches in Serie bringen können. Cruising Chauffeur is on standby. So, jetzt haben wir auch schon mal das erste Feedback. Cruising Chauffeur is now available. Das ungewöhnlich ist zum normalen Fahrzeug. Wir haben eine Sprachausgabe, was soll passieren? Ja. Das heißt, wir haben jetzt hier verschiedene Komponenten, die auch in die Richtung HMI gehen, also Mensch-Maschine-Schnittstelle, was soll da passieren, was muss der Mensch jetzt machen. Das ist einfach aus dem Punkt wichtig, weil es was anderes ist als das, was der Mensch bisher kennt. Das heißt, der Mensch ist bisher gewohnt, dass er selber fährt und selber entscheidet, was alles passiert. Jetzt kann es aber hier in einem automatisierten System auf der Autobahn sein, dass das System erkennt, naja, ich kann nicht mehr, weil mir ist ein Sensor ausgefallen. Man muss ja irgendwie die Möglichkeit haben, den Menschen möglichst einfach das Feedback zu geben, hier, du bist jetzt wieder dran. Und das haben wir halt einmal hier vorne über dieses Lichtband gelöst. Das nennen wir unser Halo. Es hat verschiedene Farben. Über die Farben gibt es quasi ein Feedback, in welchem Zustand es ist. Ja. Blau ist jetzt hier das typische, wir sind aktiv. Wenn wir das Ganze noch so ein bisschen heller, dunkler werdend haben, schalten wir entweder gerade ein oder aus. Und wenn wir zum Beispiel zu dem Punkt kommen würden, dass wir ein Minimum Risk Manöver ausführen müssten, das heißt unser Fahrzeug zu einem Nothalt bringen müssten, dann würden wir entsprechend das Ganze erst in Gelb anzeigen, den Fahrer noch weiter die Aufmerksamkeit auf das Fahrzeug zu fokussieren und dann später in Rot.
Haben Sie jetzt irgendetwas gasmäßig eingegriffen oder nee. Macht das Auto jetzt das ganz alleine? Das Auto macht das wirklich gerade ganz alleine. Das heißt, wir haben wirklich die komplette Längsführung sowie die Querführung an das Fahrzeug übergeben. Das heißt, das Fahrzeug erkennt also die beiden LKWs vor uns und auch den PKW vor uns und richtet sich also verkehrsmäßig danach aus. Genau. Ne? Also wir haben jetzt hier vorne gerade den einen LKW, wir zeigen immer nur Objekte an, die wir uns auf die Spuren setzen können. Jetzt haben wir mal ganz kurz da vorne einen zweiten LKW gesehen. Das heißt, ein Radarsensor. Das ist ein ziemlich faszinierender Sensor, weil er unter anderen Objekten durchschauen kann. Das heißt, er ist nicht wie das menschliche Auge, das jetzt hier durch den LKW blockiert ist, sondern wir schauen wirklich mit Radarwellen unter dem vorderen LKW durch und sehen auch die Reflexionen von dem davor. Bei PKWs funktioniert das mit bis zu drei Fahrzeugen voreinander. Zeigt auch den zweiten LKW, hat er gerade etwas angezeigt, dass er wieder eingeschert ist. Habe ich das Fahrzeug beauftragt, einen Spurwechsel durchzuführen. Das haben Sie ihm aber jetzt noch gesagt. Genau, ich habe ihm gesagt, dass ich den jetzt gerne machen möchte. Ah ja. Habe hier nach links gedrückt den Hebel. Habe dann bestätigt, dass ich mir die richtige Richtung ausgewählt habe und habe dann aus Sicherheitsgründen, die wir einfach immer noch aufrecht haben in unserem Prototypen, nochmal freigegeben, dass es wirklich sicher ist. Wir haben dauerhaft in unserem Umfeldmodell und auch in unserer Fahrfunktion einen Abgleich laufen, ob der Spurwechsel wirklich sicher ist. Das heißt, wenn ein Objekt von hinten mit einer zu hohen Differenzgeschwindigkeit kommt, sind wir auch jederzeit in der Lage, diesen Spurwechsel wieder abzubrechen oder ihn gar nicht erst zu starten, wenn der Fahrer es nicht gemacht hat. Das heißt, Sie geben zwar den Befehl, aber das Fahrzeug führt ihn nicht aus, weil es erkennt, da kommt einer mit zu hoher Geschwindigkeit von hinten aufgefahren. Genau. Und genau diese Erkennung nach hinten, also üblicherweise hat man heute in einem Fahrzeug für diesen Totwinkelassistenten, der dann in dem Spiegel so kleine Leuchten hat, für den hat man so ca. 70 Meter Reichweite nach hinten über den Radarsensor. Die Reichweite, die wir wirklich für einen sicheren Spurwechsel brauchen, geht eher so in die Richtung 200, 250 Meter. Und da haben wir quasi einen Sensor, der normal nach vorne schaut für einen ACC, haben wir genommen und nach hinten umgebaut. Und dann mussten wir alles anpassen und da ist einfach die Erkennung noch nicht so gut wie nach vorne. Und dementsprechend trauen wir uns das dann noch alles ganz so zu. Geben Sie ihm jetzt vor, wenn vor dem Fahrzeug jemand einschert, dass er abbremsen muss oder wieder Gas geben muss. Jetzt zum Beispiel könnte er ja Gas geben. Jetzt hat er eine 100 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung erkannt und hält sich genau auch an diese 100 km/h. Ach, diese ist auf der Autobahn vorgegeben. Genau, die war eben vorgegeben. Deshalb ist er auch etwas weiter dahinter geblieben. Genau. Was wir wirklich machen, wenn wir ein einscherendes Objekt haben, der sehr, sehr eng vor uns einschert, dann würden wir ziemlich schnell Abstand aufbauen. Wenn wir jemanden haben, der vor uns einschert, würden wir gucken, dass wir erstmal darüber, dass er wahrscheinlich eh schneller ist als wir, komfortabel den Abstand aufbauen. Aber was immer das Ziel ist, einen Sicherheitsabstand aufzubauen von etwa einer Hälfte der Fahrzeuggeschwindigkeit. Aber es ist schon Wahnsinn, diese Fahrzeuge, die hier auch erkannt werden als PKW und LKW. Muss man schon lassen. Genau, das ist eine Kombination heute aus den Seriensensoren, dem Radar und der Kamera. Das heißt, einmal haben wir einen Sensor, der ist so ähnlich wie das Auge und einmal haben wir einen Sensor, der ist ganz anders. Die haben beide ihre Vorteile und ihre Nachteile. Der Radar hatte ich ja eben schon mal erwähnt, der kann zum Beispiel unter anderem durchschauen. Hat aber auch eine sehr, sehr gute Reflexion, egal welche Wetterbedingungen sind. Den stört Gegenlicht nicht, den stört es nicht, wenn es regnet. Richtig, das ist ja auch maßgeblich. Die Kamera ist sehr, sehr gut, um Sachen zu klassifizieren. Wie groß sind sie, wie breit sind sie, wie sehen sie aus? Wo sind jetzt meine Geschwindigkeitsbegrenzungen? Ist allerdings nicht so gut bei der Entfernungsschätzung, wo der Radar wieder über seinen Doppler-Effekt sehr, sehr gut ist. Und hat dann natürlich mit solchen Dingen Schwierigkeiten wie spiegelnde Oberflächen, Gegenlicht. Da gibt es einfach Nebel zum Beispiel. Ja. Kann das menschliche Auge ja auch nicht durchschauen. Genau, auf die Dinge muss man dann quasi Rücksicht nehmen. Also wenn Sie jetzt nichts anderes machen würden, würde er in der Mittelspur jetzt weiterfahren, hinter dem Caravan daher, mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, die machbar ist. Genau. Im Moment fährt er 106 mit 100, 105 mit dem entsprechenden Abstand zu dem Fahrzeug vor uns. Genau. Natürlich für die Serie ist geplant, dass wir jetzt selbstständig überholen würden, weil wir wollen gerne 130 fahren. Ja. Das habe ich ja vorhin schon mal erklärt, dadurch, dass wir uns einfach mit der eigenen Erkennung noch nicht so sicher sind, weil sie relativ neu ist, ein neuer Sensor, sagen wir, okay, wir behalten den Fahrer als Sicherheitskomponente drin. Jetzt, was machen Sie jetzt? Ja, jetzt habe ich wieder den Spurwechsel angefordert. Haben Sie nach links gedrückt wahrscheinlich? Ich habe nach links gedrückt und bestätigt und dann hat er entsprechend die Lücke gesucht, die war jetzt gleich da und ist dann entsprechend wieder rübergefahren. Geht er auch automatisch wieder in die rechte Spur rüber oder bleibt er jetzt in dieser Spur? Das wäre das Gleiche, dass ich den wieder auffordern muss. Ah ja.
dass er dann entsprechend drüber geht. Das heißt, es muss schon der Hinweis vom Fahrer kommen, bitte ordne dich jetzt wieder in die Mitte oder nach rechts ein. Also wir haben eine Funktion mit implementiert, die uns das dann empfiehlt. Dann kommt der quasi im HMI hoch, jetzt wäre rechts frei. Ah ja. Aber da dann sehr, sehr häufig Empfehlungen nach rechts kommen, weil zum Beispiel die Reichweite nicht ausreicht, haben wir das im Prinzip wieder ausgeschaltet. Wenn Sie jetzt zum Beispiel zwischen diese beiden LKWs möchten. Sage ich ihm, ich will zwischen die beiden LKWs. Er erkennt den LKW vor uns, bremst ab auf die entsprechende Lücke. Aha. Und wenn er es rechtzeitig schafft, startet er den Spurwechsel, ordnet sich hinter dem LKW ein und hält dann entsprechend wieder den Sicherheitsabstand. Wahnsinn. Also da, das ist schon wirklich. Und er hat auch ganz moderat abgebremst. Nicht? Er hat also da nicht gleich in die Bremse gedrückt. Ne? Genau, das Ziel ist natürlich, ein Komfortsystem zu schaffen für uns. Ja. Das heißt, dass der Fahrer sich wirklich entspannen und mit anderen Aufgaben beschäftigen kann. In der ersten Ausbaustufe, wie sie voraussichtlich 2021 bis 2022 kommen, geht es in die Richtung, dass der Fahrer sich überwiegend mit dem Infotainment-System beschäftigen darf oder mal zeitweise mit seinem Handy oder anderen Dingen. Ja. Bei höheren Ausbaustufen, dann so ab 2025 etwa, wird es dann wirklich in die Richtung gehen, dass man auf der Autobahn sagen kann, okay, der Fahrer darf sich auch mal schlafen legen, ein Buch lesen, also sich wirklich komplett abschalten. Ich finde es schon hochinteressant, wir beide unterhalten uns jetzt hier und das Auto sucht sich, also das Fahrzeug sucht sich einfach die Geschwindigkeit und bleibt in der Spur hinter dem LKW. Hinter uns ist wahrscheinlich noch ein LKW. Ne? Genau. Das Rückwärtige hat er nicht im Blick hier. Ne? Rückwärtige hat er auch im Blick. Die Sache aber ist nur, wird nicht angezeigt. Genau, wir zeigen jetzt quasi nur die Objekte, die wir auch auf Spuren zuordnen können. Ah ja. Das heißt nur das, was wir jetzt wirklich irgendwie in unser Umfeldmodell packen können. Grundsätzlich erkennen wir mehr. Also jetzt die ketzerische Frage der Zuschauer wäre ja jetzt, was kann dieses Auto, was jetzt zum Beispiel eine aktuelle E-Klasse noch nicht kann, die das volle Assistenzpaket hat. Ich glaube, er kann theoretisch sehr lange vollautonom, also schon fahren. Ne? Genau. Der wirkliche Unterschied ist zu einem heutigen zu der heutigen Kopplung zweier Fahrerassistenzsysteme ist, wir haben, oder das Ziel ist, dass der Fahrer nicht mehr eingreifen muss nach einer gewissen Zeit und dass er sich wirklich von der Fahraufgabe zurückziehen darf. Ein heutiges Fahrerassistenzsystem erlaubt es einem Fahrer eigentlich nicht, seine Aufmerksamkeit woanders hinzulenken. Er hat immer die Aufgabe, das System zu überwachen, aufmerksam zu sein und wirklich in der Fehlsituation einzugreifen. Genau, und wir haben hier jetzt auch eine Funktion, wie man sie heute schon in diversen Fahrzeugen erleben kann. Allerdings, wie gesagt, mit dem Schritt weiter, dass wir den Fahrer nicht mehr auffordern zu übernehmen, einfach nur so, weil er lange nicht mehr da war. Sondern wir haben wirklich das Ziel, dass der Fahrer andere Dinge machen darf, wirklich auch offiziell machen darf, nicht nur machen kann. Und dementsprechend, das ist der Entwicklungsfokus. Denn das ist auch wirklich die Schwierigkeit, die wir heute haben, diese Absicherung zu gewährleisten, dass das System immer verfügbar ist. Und selbst wenn das System erkennt, dass es nicht mehr verfügbar ist, mindestens noch 5 bis 10 Sekunden weiter zu funktionieren, um dem Fahrer die Möglichkeit zu geben, zurückzukommen. Damit der erstmal wieder gucken kann, wo bin ich eigentlich, was passiert denn hier gerade. Hier, es sind andere Ansätze mitverarbeitet, also wir planen unseren Weg jetzt hier voraus. Sehen wir mit dieser gelben Linie hier unten, bei einem Spurwechsel plant die weiter voraus in die neue Spur. Und das ist eigentlich der große Unterschied, dass man jetzt einen Planungsansatz hat, dass man nicht mehr einfach nur in die Mitte der Spur regelt, sondern wirklich dahin, wo es sinnvoll ist. Ja. Zum Beispiel, wenn jetzt ein LKW sehr, sehr weit links fährt, würde ein menschlicher Fahrer immer automatisch nach links versetzen. Sowas müssen wir dem System natürlich auch beibringen, damit ein Fahrer, der abgelenkt ist und hochguckt, nicht auf einmal Angst kriegt und das Lenkrad verreißt. Ja. Das heißt, das sind alles so kleine Entwicklungsschritte, die nach und nach mitgenommen werden müssen. Also man kann es so zusammenfassen, jemand, der jetzt sagt, der sieht jetzt das Video und sagt, ich habe eine neue E-Klasse, die kann das doch alles, dem kann man sagen, das System hier konzentriert sich eigentlich darauf, dass es nicht sofort plötzlich aussteigt aus heiterem Himmel, sondern mit langer Vorankündigung. Das ist die große Schwierigkeit. Genau, das ist die große Schwierigkeit, die lange Vorankündigung. Und obwohl man feststellt, dass man nicht mehr funktionsfähig ist. Woran hat er jetzt erkannt, dass ein Spurwechsel erforderlich ist durch die Baustelle? Also das System erkennt im Prinzip, dass wir gelbe Markierungen haben und weiße. Ja. Also da gibt es ja einen Unterschied, es gibt eine Priorisierung. Ja, genau. Und das fällt aber in der heutigen Kamera auch noch relativ schwierig. Es sind zwar Farbkameras, aber sie sind jetzt noch nicht, sagen wir mal, perfekt auf alles ausgelegt. Sie sind noch nicht eigentlich auf diese Baustellenszenarien ausgelegt. Sie sind darauf ausgelegt, weißen Spurmarkierungen zu folgen. Aber das fiel mir jetzt positiv auf,
er hat sich tatsächlich in diese Spur eingefädelt. Er hat auch wieder zurückgelenkt sozusagen. Genau. Auch jetzt orientiert er sich an dieser gelben Markierung wahrscheinlich. Ne? Genau, jetzt erkennt er, orientiert er sich links an der gelben und rechts an der weißen. Ne? Ja, da gibt es sicher noch viele Dinge zu berücksichtigen. Was macht er jetzt? Er ist abgebrochen, weil ihm die rechte Spur weggefallen ist. Er hat im Prinzip die rechte Spurmarkierung nicht mehr gesehen, hat damit eine unzulässige Spur erkannt und ist dann lieber wieder zurück in die Spur, die er kannte. Genau. Super. Anstatt irgendwo hinzufahren, wo er nicht weiß, wo er ist. Haben Sie jetzt wieder übernommen? Ich habe jetzt wieder übernommen und fahre im Prinzip den Autobahnwechsel, dass wir dann wieder auf der A27 aktivieren können. Ja. Das sind auch alles so Punkte. Wir fahren jetzt hier gerade rein sensorbasiert. Das heißt, wir nutzen nur die Kamera und die Radare, um uns in der Umgebung zu orientieren und zurechtzufinden. Das Lenken mache ich jetzt gerade. Genau. Also es würde ja von den Lenkmomenten hier auch schaffen. Aber ich sehe auch, die Geschwindigkeitskontrolle ist noch da. Das heißt, er hat das Schild klar erkannt. Genau, aber später kommt dann noch GPS dazu. Genau, später kommt noch eine Karte mit dazu und eine Lokalisierung in dieser Karte. Also die hat er noch gar nicht. Die hat er noch gar nicht. Da hatte ich eigentlich erwartet, dass er die Karte eigentlich schon hat. Denn das wäre doch eigentlich der erste Schritt mit GPS, oder? Das ist grundsätzlich der einfachste Schritt mit GPS. Ja, ich habe eine hochgenaue Lokalisierung und habe eine hochgenaue Karte dazu und kann dann einfach in dieser Karte fahren. Die Karte hat natürlich immer den Nachteil, sie bildet nicht unbedingt die Realität ab. So ist es. Sie bildet den Zeitpunkt ab, als die Karte aufgenommen wurde. Ja. Das heißt, wir wollen eigentlich hauptsächlich auf einer Fusion fahren in Zukunft. Im Raum Frankfurt können wir das schon, weil da haben wir einfach die Karten. Ja. Von der A5 zum Beispiel, von der A661, A3. Ist das dann schon eine LiDAR-Karte dann? Also eine ganz hochauflösende lasergescannte Karte? Ja. In Frankfurt haben wir wirklich lasergescannte Karten, die wirklich auf Zentimeter genau sind in der Welt. Und dann haben wir in diesem Fahrzeug zum Beispiel zu IAA letztes Jahr gezeigt, dass wir uns in dieser Karte ganz ohne GPS oder ohne hochgenaues GPS lokalisieren können. Das heißt, ein heutiges GPS hat, je nachdem welche Satelliten man nutzt und wie viele man hat, eine Genauigkeit von 5 bis 15 Metern in der Welt. Mit entsprechenden Korrekturen kann man da bis zum Meter runterkommen. Ja, richtig. Und mit sehr, sehr guten Korrekturdaten kann man bis zu 2 cm Positionsgenauigkeit erreichen. Boah. Aber diese Systeme sind unglaublich teuer und die Korrekturdaten müsste man dauerhaft aktuell bekommen. Das heißt, wir wollen eigentlich ein System, das ich mit einem normalen GPS erstmal zuordnen kann, wo in der Welt bin ich, und dann genau seinen Punkt in der Spur sucht. Und das haben wir über unsere Surround-View-Kameras sehr, sehr gut hinbekommen. Das heißt, die schauen rechts und links nach unten und vorne und hinten mit so 180 Grad Auflösung um unser Fahrzeug herum und können da sehr, sehr genau auflösen, was für Spurmarkierungstypen haben wir uns herum, wo genau in der Spur befinden wir uns, wie sieht die Spur genau aus, um da wirklich genau zu sagen, wo sind wir. Und dann haben wir wirklich eine Lokalisierung innerhalb der Karte auf wenige Zentimeter hinbekommen und konnten das dann wieder mit unseren erkannten Spuren und Objekten zu fusionieren und hatten dann ein Umfeldmodell, das sich in der näheren Umgebung überwiegend auf die Sensoren verlassen hat. Umso weiter wir vom Auto weg waren, umso mehr haben wir uns auf die Karte verlassen. Das heißt, wir hatten bis zu 2 Kilometer Vorausschau in dem Spurmodell, konnten dementsprechend auch einen Autobahnwechsel schon planen, wo wir hinwollen, und haben trotzdem in der Nähe die Sicherheit der Sensorik gehabt, dass, falls sich etwas ändert, wir lieber sagen, okay, jetzt verwerfen wir mal die Karte und verlassen uns wieder auf unsere Sensoren. Also im Moment erkennt er den Wagen vor uns noch nicht. Jetzt langsam. Jetzt hat er den gekriegt, genau. Jetzt hat er den gekriegt. Er hat mit der Geschwindigkeit, ist auch runtergegangen. Ne? Genau. Und jetzt haben wir ein Hauptproblem gerade gesehen, mal live. Jetzt kam ein sehr schnelles Fahrzeug links an uns vorbei. Ja, genau. Diese Situation gibt es tatsächlich nirgendwo in der Welt, außer in Deutschland. Ja. Außer in Deutschland und in dem einen oder anderen Land, wo die Leute so schnell fahren, obwohl sie es nicht dürfen. Okay. Und das ist natürlich wirklich für euch Entwickler eine Riesenherausforderung. Ja, das ist eine Riesenherausforderung. Da gab es auch diverse Diskussionen um das Thema, erlauben wir Spurwechsel nur dann, wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung da ist, weil wir dann wissen, wie weit wir schauen müssen. Oder erlauben wir sie gar nicht. Andere Hersteller sagen, nein, wir müssen die Spurwechsel garantieren. Wir können unser Auto nicht hinter einem LKW fesseln über 20 Kilometer. Das stimmt. Das heißt, dann gibt es auch manche, die sagen, okay, nur wenn langsamere Fahrzeuge an uns vorbeikommen, dann können wir uns dazwischen sortieren oder solche Sachen. Da muss man einfach den richtigen Mittelweg finden. Ja. Irgendwo gibt es auch wieder die Verortung, dass derjenige, der sehr, sehr, sehr schnell fährt, eigentlich auf den Rest Rücksicht nehmen muss. Aber irgendwo ist halt auch die Grenze, ob er Rücksicht nehmen muss oder nicht. Ja.
Das heißt, da ist die große Schwierigkeit. Wir wollen wirklich 250 bis 300 Meter Reichweite nach hinten bekommen. Mhm. Wir wollen nach hinten alle drei Sensorprinzipien nutzen, was jetzt hier in diesem Fahrzeug noch nicht der Fall ist. Wir wollen später dort Lasersensoren haben, wir wollen Kameras haben und wir wollen die Radare verwenden, damit wir uns wirklich nach hinten sicher sein können, dass da kein Objekt ist und dass selbst wenn eins sehr, sehr schnell ankommt, wir zumindest noch darauf reagieren können und rechtzeitig wieder abbrechen können. Ja. Was macht das System, wenn irgendwelche Sensoren ausfallen? Radar also wir haben jetzt, oder sowas? Hier an Bord, was wir letztes Jahr gezeigt haben, das Minimum Risk Manöver implementiert. Mhm. Das heißt, wenn jetzt hier ein zum Beispiel der Radar ausfällt, müssen wir erstmal mit der Kamera weiterfahren. Ja. Meldet er das denn? Dann meldet er das. Ah, ja. Da kommt auch sofort ein Request to intervene an den Fahrer. Das heißt, die Aufforderung, das an den Fahrer zu übernehmen. Mhm. Wenn der Fahrer dann nach dieser Aufforderungszeit, und ich vorhin schon mal erwähnt, das kommt je nachdem, wie die Gesetzeslage kommen wird und wie der Hersteller auch dazu steht, 5 bis 10 Sekunden Übernahmezeit. Mhm. Wenn der Fahrer in dieser Zeit nicht reagiert hat und das Fahrzeug nicht sowohl beim Lenkrad als auch an den Pedalen übernommen hat, würde das Fahrzeug selbstständig nach einem Standstreifen suchen. Ja. Wenn es diesen Standstreifen gefunden hat, auf den Standstreifen wechseln und dort in den Stillstand verzögern. Warnblinkanlage an, alles drum und dran. Erkennt er den Standstreifen? Genau, das ist meist die Schwierigkeit. Ja, also wir haben jetzt hier gerade rein sensorbasiert, ist es schon eine Schwierigkeit. Mhm. Wir sind auf heutiger Seriensensorik erkennt man noch keine Leitplanken oder ähnliches. Ah, ja. Genauso eine Grasnarbe zu erkennen, der Radar kann das. Bei dem Grasstand würde ich jetzt mal sagen, er sieht es. Wir haben hier diese leicht grauen Linien, das ist eine Road Boundary, also eine Straßenbegrenzungsschätzung vom Radar. Wahrscheinlich ist das die Grasnarbe da. Genau, ne? Die erkennt er dann schon. Allerdings haben wir da auch immer die Schwierigkeit oder das Risiko, dass er das mal verschätzt. Das heißt, rein sensorbasiert wechseln wir aktuell nicht auf den Standstreifen, sondern machen das Minimum Risk Manöver, Warnblinker an, langsam bis in den Stillstand verzögern. Ja. Das ist natürlich nicht der sicherste Zustand, den man auf der Autobahn einnehmen kann. Das heißt, grundsätzlich ist immer der Ansatz, erstmal die Spur am weitesten rechts suchen, dort auf 60 bis 80 km/h verzögern, Standstreifen suchen, Standstreifen anfahren und dort in den Stillstand verzögern. Wenn entsprechend der Standstreifen nicht da ist, auf dem rechtesten Fahrstreifen langsam verzögern, durch Warnblinkanlage, Bremslichter, allen rückwärtigen Verkehr darauf aufmerksam machen, hier ist was schiefgelaufen und idealerweise noch gleich einen Notruf absetzen. Also ich meine schon erkannt zu haben, dass das System immer noch weiterentwickelt werden muss. Nicht? Dass bestimmte Situationen, wenn Sie jetzt zum Beispiel ihm den Befehl geben würden, nach rechts zu gehen, er würde sicher nicht auf den Standstreifen gehen. Genau, er sagt mir jetzt, Requested Manöver is not allowed. Das sagt er mir hier vorne in meinem Display. Ja, alles klar. Weil er erkannt hat, wir haben eine durchgängige Linie und ich links haben wir die gestrichelt. Ich darf da gar nicht fahren. Genau. Wird es irgendwann so weit kommen, dass dieser Bildschirm da mal Platz nehmen wird? Oder also ist das wirklich ein Bildschirm, den haben wir zu reinen Entwicklungszwecken. Ja, ja, genau. Das heißt, da haben wir unsere eigene Entwickleransicht drauf. Mhm. Da steuern wir unsere verschiedenen Computer, da können wir auf den verschiedenen Steuergeräten wechseln und können da auch wirklich dem Kunden mal was zeigen, wie sieht denn unser Umfeldmodell aus, wie funktioniert das so. Diesen Monitor hier, den haben wir zu Präsentationszwecken, wenn wir eine feste Route haben, zum Beispiel schon mit einer Navi-Kopplung. Ah, ja. Dann kriegt das Fahrzeug über die Navigation schon die Information, wo wollen wir langfahren, welchen Autobahnwechsel muss ich eventuell nehmen. Und auch, wo darf ich denn aktivieren und wo nicht. Mhm. Also diese Kopplung ist da. Die ist von Kollegen aus von Interior, also einer weiteren Division von Continental, wurde das im Prinzip implementiert mit uns zusammen. Wir sind da in einem großen Projekthaus tätig. Wirklich mit Kollegen von Powertrain, von Chassis and Safety, von Interior. Um wirklich alles, was wir für das automatisierte Fahren zusammen in ein Auto zu bringen. Ja. Ganz faszinierend für mich, was auch neu ist, ist tatsächlich die Erkennung, dass er weiß, da ist jetzt ein LKW. Ja. Das wissen bestehende Systeme ja noch nicht. Ja. Die unterscheiden nicht. Die sehen da ein Radarziel, aber sonst nichts. Das ist eure Kamera, die hat so ein bisschen die Deep Learning oder woher kommt das, dass die diese Bilderkennung? Also auf der Kamera sind jetzt wirklich rein klassische Bildverarbeitungsansätze verarbeitet. Die nächste Kamerageneration soll auch mehr auf Deep Learning gesetzt werden, um genau diese schwierigen Situationen besser abfangen zu können, mehr auf einfach die Erfahrung von vielen, vielen Kilometern zurückzugreifen. Also sogenannte Lerneffekte, ne? Genau. Nutzt man dann aus. Also das ist schon
schon beeindruckend, was sich da getan hat in dieser Situation. Und immer noch auf die Frage, haben wir uns das damals vorstellen können als Ingenieure, dass so etwas mal käme? Da haben wir nicht im Traum dran gedacht. Nicht? Wir hatten ja die ganze Digitalisierung, existierte ja noch gar nicht. Nicht? Wir waren schon happy, dass das Auto auf einem Leitrad fuhr. Nicht? Das war ja schon viel, da war ja schon viel erreicht. Nicht? Aber man hätte den Leitrad auch in der Fahrbahn einlegen können, dann wäre das auch, hätte das auch funktioniert. Aber bei Betonfahrbahnen sind ja auch Armierungen drin, dann gibt es Störfelder. Ne? Das muss man ja da, das musste man damals ja auch berücksichtigen im Hochgeschwindigkeitsoval. Ne? Vollkommen richtig. Es gibt natürlich, es gab schon immer Forschungsansätze da in die Richtung mit Verbindung für Elektroladung. Wir schlägen Induktionsschleifen in die Straße und daran kann sich ein Auto orientieren. Ja. Es ist also, als Techniker ist das schon beeindruckend, was sich da getan hat, also was sich da auch noch weiterhin tun wird. Ne? Das geht ja auch immer geschwinder, geht das. Die Entwicklung läuft ja, die bleibt ja nicht stehen. Nicht? Das ist ja, es wird an allen Ecken und Enden wird da geforscht. Jetzt ist die Serienentwicklung dran, mit neuen Sensoren, mit einem Kunden gemeinsam Lösungen zu finden, beziehungsweise die endgültige System auf die Straße zu bringen. Was wir immer noch bei uns haben, ist automatisiertes Parken für alle Situationen. Wir gehen jetzt mit unserer Vorentwicklung mehr in Richtung Innenstadt, die Verbindung zwischen Parken und Cruising-Chauffeur. Wir haben einen eigenen Bus, der vollautonom fahren soll, das heißt ohne Lenkrad, ohne Fahrer. Das ist der Cube. Genau, das ist der Cube. Und wir haben als viertes Projekt im Moment noch gemeinsam mit Kollegen von der Truck-Sparte ein Platooning-Projekt, das heißt, wir wollen, dass LKWs automatisiert hintereinander fahren. Das heißt, der erste fährt manuell und dahinter fahren zwei bis fünf LKWs automatisiert hinterher. Mit einem deutlich verringerten Sicherheitsabstand und dadurch energieeffizienter zu sein. In der damaligen Zeit war das Studium relativ einfach. Maschinenbau, Fahrzeugbau. Das ging also praktisch aufs Fahrzeug hinaus. Man konnte die einzelnen Komponenten konnte man entwickeln. Aber wenn ich da an die heutigen Ingenieure denke, es müssen ja eine Vielzahl von Ingenieuren hier an dieser Technik tätig sein. Also Informationstechnologie, alles Mögliche an der Sensorik zum Beispiel. Also Maschinenbau ist eigentlich das Wenigste an dieser ganzen Geschichte. Ich finde, die Elektronik hat da sehr viel Bedeutung und ich finde auch die Herausforderung an die jungen Leute heutzutage. Die ist also schon enorm, nicht? Was also wissensmäßig geleistet werden muss, um auch hier Schritt zu halten. Ich kann mich daran erinnern, als die EDV 70 in den 70er Jahren sich breit machte. Wenn man da nicht dabei am Ball blieb, dann war man sehr schnell abgehängt. Die elektronische Datenverarbeitung ist seit langem wesentliches Hilfsmittel der Automobilindustrie. Sie steuert, sie rechnet. Das ganz ehrlich zu sagen, in der heutigen Zeit froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Ich müsste sehr viel lernen. Ich habe zwar die Entwicklungen mitverfolgt, aber ich bin ja da nicht in die Tiefe gegangen, nicht? Oder gar nicht mehr. Nicht? Also bis zum Ausscheiden aus dem Beruf, da war man auf einem Stand. Das hat man noch packen können. Aber jetzt nochmal einsteigen, ich finde das hochinteressant, aber einsteigen möchte ich dann nicht mehr.
Also da sind die jungen Leute, meine ich, schon gefordert und alle meine Achtung dafür. Wir haben in unserem Projekt auch diverse Leute. Also wir haben Informatiker, wir haben Mechatronik, ich selber habe Mechatronik studiert. Ja, genau. Wir haben Leute, die haben Regelungstechnik studiert, Maschinenbau, so Elektrotechnik. Ja, ja. Also wir haben Leute, die sind Maschinenbauer und arbeiten an unseren Reglern. Also ich finde, sehr viele Disziplinen greifen da ineinander. Ne? Genau. Einer der Punkte, warum ich mich in dem Versuch relativ wohl fühle, weil ich habe aus allen Themengebieten meines Studiums was dabei. Ich habe aus dem Maschinenbau was dabei, was die Aktorik angeht. Ich habe aus der E-Technik was dabei, was die gesamte Kommunikation angeht, was die Sensoren angeht. Ich habe aber genauso die ganze Informatik, Programmierung, wie sehen die Sachen aus, wie greifen sie ineinander, wie funktionieren sie gemeinsam. Das ist wichtig, nicht? Dass man also sehr vielseitig heute sein muss, nicht? Um dort auch mithalten zu können. Ne? Ich muss schon sagen, es beeindruckt mich sehr. Also das ist eine Sache, die ist sicher noch nicht ausgereift, aber das wird kommen. Es wird irgendwann die Zeit geben, da setzt man sich ins Auto, drückt aufs Knöpfchen und dann wird man dahin geführt mit dem Gefährt, wo man hin möchte. Das ist das übergeordnete Ziel, was wir mit unseren Projekten in der Vorentwicklung verfolgen. Ja. Also der Cube ist das Paradebeispiel dafür im Sektor öffentlicher Nahverkehr. Das heißt, wir können individuell den Nahverkehr abbilden. Man muss nicht mehr zur exakten Bushaltestelle, sondern man holt den autonomen Bus, der gerade an einem vorbeikommt, an die Stelle, wo man ist, und er setzt einem auf dem Weg ab, wo er sowieso andere Leute noch absetzt. Ah, ja. Das ist das übergeordnete Ziel. Ein individuellerer Verkehr. Für die Hauptpendelstrecken, der Zug, der Bus, können ja immer noch bleiben. Aber für so individuelle Sachen, kleine Dinge, vielleicht auch ein öffentlicher Nahverkehr für kleinere Städte, die sich vielleicht jetzt kein Riesenbusnetzwerk oder Bahnnetzwerk leisten können. Da können solche Busse ja auch einfach Teile der Bevölkerung unterstützen, die kein Auto haben, die vielleicht auch körperlich nicht mehr in der Lage dazu sind, 2 Kilometer bis in den Stadtkern zu laufen. Dass man einfach einen kleinen individuellen Bus hat, der einen wirklich irgendwo hinbringen kann und nicht an bestimmte Routen gebunden ist. Wenn man so eine Technik dann mit dem Parken und dem Cruisenchauffeur auf den Pkw ausrollt, ist man irgendwo bei dem Punkt autonomes Fahren. Ich setze mich ins Auto, gebe ein Ziel ein und hoffentlich muss ich erst dann wieder aufstehen, wenn wir am Zielpunkt angekommen sind. Ja, und wir hatten damals das System, wenn man da was reingesteckt hätte, wäre das auch sicher sinnvoll gewesen. Nur es hat den Rahmen einfach gesprengt für den Versuchsbetrieb, den wir da hatten. Nicht? Da war das einfach ein Schritt zu weit. Es war ein Versuch, da was mit anzufangen, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Es war also ein digitales Lenken sozusagen. Es ging immer kleine Schritte, daher auch der Name Schrittmotor. Nicht so wie beim manuellen Fahren, wo man das eher analog bedient, das Lenkrad. Ein Fahrerfan so nicht, wie das stimmt. Ja. Das stimmt halt eben. Deswegen habe ich das auch nie mit Dauerlauf gesehen. Das ist der Unterschied zwischen digital und analog. Ne? Und man war auch nicht so flexibel. Ja, meines Wissens gibt es ja jetzt wieder Ansätze, ähnliches Projekt in der Reifenteststätte in Texas aufzusetzen. Mit einem Fahrzeug wie diesem, aber mit dem gleichen Ziel wie damals, das E-Auto auf dem Kontidrom. Ja. Dass man dort wirklich automatisierte Reifentests, Dauerbelastungstests und ähnliches fahren kann. Ja, da erzählte der Herr Süch davon, dass in Texas da auf dem Gelände in Uvalde auf dem Gravel oder auf dem Splitter gefahren wird, wo man als normaler Fahrer sich Spuren in den Tester, in die Fahrbahn reingraben würde und das Fahrzeug sich praktisch durch automatische Steuerung immer wieder eine neue Spur sucht und praktisch die Fahrbahn wieder aufbereitet, nicht, sozusagen. Das hatte er beim letzten Mal erzählt. Das eigentlich als Techniker noch miterleben zu dürfen, das ist ja das Erfreuliche. Nicht? Ich würde mir ja nie so ein Auto leisten können, wo alle diese Komponenten eingebaut werden. Ne? Das irgendwann ist das ja alles so günstig dann geht. Das so wäre, ist das. Wer hätte sich vor 30 Jahren gedacht, dass ein Kleinwagen ABS hat? Ja, das ist. Oder vor 40. Das ist so. Das reicht schon. Vor 5 Jahren hätte keiner gedacht, dass ein Hersteller wie Ford in jedes Auto einen Notbremsassistenten einbaut. Ja, wir waren ja damals als Jungingenieure waren wir
damals auch in puncto Sicherheit ja auch sehr drauf bedacht. Wir waren die Ersten, die damals die Sicherheitsgurte in Nachrüstpaketen eingebaut haben. Ne, den Käfer zum Beispiel. Der Sicherheitsgurt war letzten Endes ein festes System. Man musste das, jeder, der einstieg, musste den Gurt wieder neu einstellen. Nichts mit Automatikgurten. Ne? Auch bei extremer seitlicher Beanspruchung springt der Reifen nicht von der Felge. Und es hat lange gedauert, bis wir unsere Versuchsfahrer dahin gekriegt haben, dass die sich auch wirklich angeschnallt haben. Ausgeglichenheit auf nasser Fahrbahn. Das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung für die Sensorik, dann widriges Wetter und Winterbedingungen ist, glaube ich, das Härteste. Ne? Ja. Winter, dann hat man keine Fahrbahnmarkierung. Da geht es natürlich in dem Fokus auch komplett in die Richtung, wir müssen einfach irgendwann erkennen, dass unsere Sensorik an der Grenze angekommen ist und ab der müssen wir dem Fahrer die Fahraufgabe zurück übergeben. Ja, also du musst jetzt schon richtig, der Fahrer hat in der Situation dann auch seine Schwächen. Er erkennt auch die Spurmarkierung nicht mehr so gut, aber er hat eine viel bessere Erfahrung. Wie kann ich mich an den Leitplanken orientieren? Ja. Wie kann ich mit dem Regen umgehen? Und notfalls kann der Fahrer wenigstens die Entscheidung treffen, ich halte jetzt hier einfach an. Ja. Man erkennt Spurrillen und dass darin schon das Wasser steht. Das ist eine der gefährlichsten Situationen, die man bei Regen haben kann. Genau so ist das. Gerade für einen Reifen, der aufschwimmt. Ja, wir sind ja damals, als wir die Aquaplaning-Versuche gestartet haben, Aquaplaning für gerade Ausfahrt und für Kurvenfahrt, da haben wir sehr schnell gemerkt, wo da die Grenzen sind. Dass man also praktisch als normaler Autofahrer bei so einem Wetter nicht mehr mit 100 oder 120 durch die Gegend fahren darf. Das ist schon für Neureifen ist das schon ein Problem. Was wir jetzt hier gerade zum Beispiel feststellen, wir erkennen immer noch unsere eigene Spur. Also ja. Das System, wenn ich es jetzt aktivieren würde, würde es sich uns anbieten. Ja, das stimmt. Das erkennt er noch. Wo einfach bei uns jetzt im Moment der Punkt da ist, wir haben diese Erkennung mit, wann ist die Sicht wirklich so schlecht, dass wir nicht mehr arbeiten können. Ja, ja. Die haben wir einfach so noch nicht vollständig implementiert. Wir wollen uns erstmal auf die eigentliche Fahrfunktion konzentrieren. Ja, bei gutem Wetter. Deshalb werde ich jetzt hier auch nicht einschalten. Nee, das. Aber das Kamerabild, sieht man, ist teilweise sogar besser zu erkennen als mit dem menschlichen Auge durch die Scheibe hindurch. Das stimmt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Bild ist besser als durch die Scheibe hier. Also wirklich ein Vorteil des automatisierten Fahrens, dass man irgendwann zu dem Punkt kommen will. Man hat drei verschiedene Sensorprinzipien, man hat verschiedene Sensoren und man hat vor allem eine Kombination an Sensoren, im Prinzip besser ist als das, was die menschliche Sensorik hergeht. Das heißt, die menschlichen Augen, mehr Sensoren haben wir ja nicht zur Verfügung. Wir haben außer unserem Sinnesorgan, dem Auge, eigentlich nichts, was wir wirklich zum Fahren einsetzen können. Also ich habe mir das auch nicht vorstellen können, dass Conti vom eigentlichen Reifenhersteller mal zu einem Systemhersteller werden würde. Das ist ja irgendwann in den 70er, 80er Jahren angeschoben worden durch die entsprechenden Vorstände. Ne? Aber das, was heute da abläuft, das ist ja, da ist der Reifen ja nur noch eine kleine, zwar gute Sparte, aber nicht mehr die wichtigste. Ne? Das ist natürlich auch ein sehr, sehr weites Feld, was man als heute abdecken kann. Dadurch, dass Conti so viele verschiedene Sensoren, Aktoren und verschiedene Komponenten hat, kann man einfach in sehr, sehr vielen Systemen sich beschäftigen und auch da verschiedene Kombinationen von Kontinentalsensoren nutzen, um das Fahren sicherer und komfortabler zu machen. Ja. Und wir waren ja eigentlich die Reifenuntersucher, nicht? Also die Reifentester. Nicht? Überflutete Fahrbahn, Aquaplaning, Seitenwind, keine Bodenhaftung. Warum? Hier ist die Antwort. Erste Möglichkeit. Der Wasserkeil hebt den Reifen mit zu geringem Profil von der Fahrbahn völlig ab. Keine Bodenhaftung, keine Kraftübertragung. Selbst voll eingeschlagene Vorderräder bewirken keine Richtungsänderung. Zweite Möglichkeit. Reifen mit mittlerer Profiltiefe,
Wasserkeil hebt den Reifen teilweise von der Fahrbahn ab. Wenig Bodenhaftung, geringe Kraftübertragung. Dritte Möglichkeit, Reifen mit ausreichender Profiltiefe. Wasserkeil kann den Reifen nicht abheben. Gute Bodenhaftung, gute Kraftübertragung. Gutes Reifenprofil. Auch bei Seitenwind sichere Fahrt. Schlechtes Profil. Seitenwind, Aquaplaning. Und wir haben ganz schnell erkannt bei so einem Wetter, dass mit neuen Reifen, mit voller Profiltiefe, bei 70 oder 80 Feierabend ist bei diesem Wetter. Ne? Da kann man nichts mehr machen. Man kann ja nicht die Gesetze der Physik außer Kraft setzen. Ne? Aber jetzt haben wir wirklich ein optimales Wetter erwischt. Ja. Also das hatte ich nicht erwartet. Es ist Wochen oder Monate lang so ein Wetter gewesen, oben mit Trockenheit und keinem Regen. Das ist ja jetzt nun mal wirklich etwas, was sich jeder Bauer oder Landwirt gewünscht hat. Ne? Reifenversuche bei jeder Wetterlage. Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Fahrkomfort werden unter härtesten Bedingungen getestet. Das Erstaunliche war, das muss ja parallel zu der Entwicklung des, und Planung des Conti-Droms gelaufen sein. Nicht? Denn das ist ja letzten Endes, 1967 ist das Conti-Drom in Betrieb genommen worden und 68 das E-Auto. Das muss also zeitgleich entwickelt worden sein. Es scheint sich jemand Gedanken gemacht zu haben, gesagt haben, okay, wenn wir schon so ein modernes Testzentrum bauen, jetzt brauchen wir noch ein passendes Auto. Ja, ja, und wir sind uns alle drei nicht einig. Also Herr Meyer zum Beispiel ist der Meinung, das wäre die Werbeabteilung gewesen, die das angestoßen hat. Also als zusätzlichen Clou dazu. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Forschung da ihr Teil auch dazu beigetragen hat. Denn wir haben versucht, dieses Ding auch versuchsmäßig zum Laufen zu kriegen. Das hat nicht funktioniert. Wie ich sagte, das hat auf dem Kreis hat das funktioniert. Auf dem großen Kreis, wo Aquaplaning quer gefahren wurde, da hat das funktioniert. Und selbst wenn er da durch die hohen Querkräfte vom Draht abkam, dann wurde eine Vollbremsung gemacht. Ne? Das war also schon in der Hinsicht, war das schon in diese Richtung. Ne? Aber das haben wir uns damals nicht träumen lassen, dass das mal so kommt. Und ich glaube, auch viele ältere Menschen werden ein Problem mit dieser Technik haben. Die werden sich sagen, ich fahre lieber mein Auto selbst, als dass ich mich auf die Technik verlasse. Ne? Das sagen mir auch viele Bekannte, wenn ich ihnen sage, um was ich arbeite. Ja, ja. Warum machst du denn das? Ich will doch viel lieber Auto fahren, das macht doch Spaß. Ja, eben. Ne? Das machen viele, das sagen viele. Ne? Ich will ja Auto fahren. Ne? Aber die meisten können es dann auch wieder verstehen. Das sind meistens die Leute, die nicht alltäglich pendeln oder die noch nicht nach Kroatien in Urlaub gefahren sind. Die halt einfach dann sagen, ja okay, für die Strecken, da kann ich es verstehen. Ja. Aber so alltäglich, so also Landstraßen macht doch mal Spaß. Ja. Also ich glaube, man kann sich darauf einigen, was die beiden Projekte, das E-Auto und den Cruising-Chauffeur, glaube ich, verbindet, ist, den Menschen rauszunehmen aus Situationen, wo er eigentlich nichts verloren hat. So ist es. Der Mensch hat nichts verloren bei der Langeweile und er hat nichts verloren eigentlich bei dem Reifentest, wenn er das Testergebnis zu stark beeinflusst. Ja. Das ist also gerade die Langeweile, nicht? Wenn das Autofahren zu öde wird, nicht? Wenn ich nur Kilometer geradeaus fahren muss und dann die Gefahr da ist, dass ich einschlafe, dann ist die Technik sicher sehr hilfreich. Wir können jetzt alle drei Nickerchen hier machen. Ja. Naja, ich bin ja zu der damaligen Zeit, ich war ja in der Forschung in Stöcken tätig. Dort hatte ich auch mein Büro. Aber nachher, als dann absehbar war, dass mein Arbeitsplatz das Conti-Drom wurde, beständig wurde, dann bin ich seit 1990 bin ich im Conti-Drom gewesen. Ja. Und dann war natürlich meine Fahrt von Heuersen praktisch ins Conti-Drom, das war eine Stunde morgens und eine Stunde abends. Ja, ja. Und da wäre ich sicher dankbar gewesen, wenn ich da manches Mal einen Assistenten gehabt hätte. Ne? Gerne.
Name ist Frank Kellewald. Ich bin seit ungefähr 20 Jahren etwas verrückt in Bezug auf Mercedes und habe dann den ein oder anderen älteren Mercedes. Und einer davon ist heute hier bei uns im Conti-Drom. Das ist ein echter Strich 8, ein 250er aus dem allerersten Baujahr, aus dem allerersten Quartal, in denen die Autos gebaut wurden. Also quasi wirklich ein Urmodell des Strich 8ers. Ich habe dieses Auto seit 15 Jahren und damals habe ich lange gesucht und habe mir mehrere Autos angeschaut und einfach aufgrund der Nähe und aufgrund der Farbkombination habe ich mich dann damals für dieses Auto entschieden. Woran erkennt man zum Beispiel jetzt, dass es ein Sechszylindermodell ist? Ein Sechszylinder, 250er, war damals ein Sechszylinder, erkenne ich daran, dass er hier vorne in der ersten Serie die Doppelstoßstange hat. Die anderen Modelle erkennst du daran, dass sie halt nur die Einfachstoßstange haben. Aber mit dem kleinen Unterschied, es gab damals das kleine Sparmodell, den 230 Sechszylinder, ist auch ein Sechszylinder, ist auch ein W114, hat aber nur die Einfachstoßstange. Und daran erkennt man das Topmodell, erst den 250er und ab 71 dann auch den 280er und 280e mit der Doppelstoßstange. Sein Name, Mercedes-Benz 250. Seine Väter, Gottlieb Daimler, Karl Benz und 1700 Ingenieure. Was war der Neupreis von diesem Fahrzeug? Der Neupreis von diesem Fahrzeug ist ein Franzose. Deswegen kann ich den Neupreis in D-Mark gar nicht sagen. Aber ich habe mir da mal die Mühe gemacht, anhand einer alten französischen Preisliste mir herauszusuchen, was denn der Vorbesitzer bezahlt hat. Wobei es relativ einfach war. Zu diesem Auto habe ich die komplette Geschichte, unter anderem dann auch die passende Preisliste dazu. Insofern musste ich nur auf Rechnung und Preisliste selber gucken. Dieses Auto hat damals insgesamt, so wie es hier steht, 27.320 französische Francs gekostet. Das entsprach ungefähr 20.000 Mark. Und das war 1968 ein Drittel Einfamilienhaus. Wow. Das darf man dabei auch nicht ganz vergessen. Also das ist schon damals für die Mittelklasse ein sehr teures Auto gewesen. Ja. Dieser Wagen hat als teure Extras die Kunstlederausstattung. MB-Tex. MB-Tex oder auch gerne von Freunden aus dem Club Industrieziegenleder genannt. Er hat als teure Sonderausstattung des Weiteren auch ein automatisches Getriebe. Das wurde auch zu der Strich 8 Serie neu herausgebracht. Das heißt also, die Kupplungen wurden anders gestaltet und er hat einen weiteren Planetensatz. Und er hat ebenfalls eine Servolenkung. Das sind so die herausragenden Extras. Weil er sehr früh ist und weil der Vorbesitzer halt auch ein wenig auf Details Wert gelegt hat, hat dieser Wagen, und das gab es nur ein halbes Jahr lang so, hat dieser Wagen zwei Nackenrollen. Ach, okay. Die Nackenrollen. Waren das dann später so Hasenohren? Das waren die Vorgänger der Hasenohren. Mhm. Und die Hasenohren gab es ab dem Sommer 68, die Sicherheitskopfstützen, die man so kennt. Ja. Und bis dahin gab es diese Nackenrollen, die man aus den Vorgängermodellen kennt. Ja. Mercedes hat sich damals noch die Mühe gemacht, für nur ein halbes Jahr den Bezug der Nackenrollen passend zum Design der Innenausstattung zu machen. Weil dieses Design der Innenausstattung, und da sind dann halt die Mercedes-Fahrer natürlich total verrückt, diese spezielle Lochung, die kam halt mit dem Modelljahr 68, mit den Strich-8ern, ja, sowohl beim 114, 115 als auch beim 108er. Und dann zieht sich das hier weiter in diese Seitenlochung. Und dann kann man sagen, vom Interieur her entspricht das, ist das eigentlich so der erste moderne Mercedes, ne, kann man sagen. Vom Interieur ist das der erste moderne Mercedes, der dann auch mit der patentierten Sicherheitslenksäule ausgestattet ist, also wo das Gesamtkonzept drauf ist. Die Sicherheitslenksäule kam bereits ungefähr ein Jahr vorher in dem Modelljahr 67 Heckflossen und den späten Modelljahr 67 108ern. Aber dieses Modell so ist das erste, was dann auch wirklich von Mercedes konsequent in Richtung passive Sicherheit im Gesamtkonzept hin entwickelt wurde. Forschung in Richtung auf aktive und passive Sicherheit. Alle Mercedes-Benz-Pkw sind nach diesem Prinzip gebaut.
Vorn und hinten stoßnachgiebige Knautschzonen. In der Mitte die steife Sicherheitszelle, der Fahrgastraum. Bei einem Aufprall von vorn wird ein Teil der Aufprallenergie durch Verformung der Bugpartie aufgefangen. Der Passagierraum bleibt bis zu einer bestimmten Aufprallwucht stabil. Der gleiche Vorgang bei einem Heckaufprall. Der Stoß zerknautscht das Heck. Die Sicherheitszelle bleibt funktionsfähig. Die Türen des Fahrgastraumes lassen sich öffnen. Die vier Merkmale der Mercedes-Benz-Sicherheitslenkung. Hinter der Vorderachse liegendes Lenkgetriebe und Teleskoplenksäule verhindern das Hineinstoßen des Lenkgestänges in den Passagierraum. Große Polsterplatte und darunterliegender Pralltopf fangen den Fahrer bei einem Zusammenstoß auf und mildern den Aufprall. Wir erklären nicht, dass wir sportliche Familienwagen bauen. Aber etwas sportlicher als die, die behaupten, sportliche Wagen zu bauen, sind wir schon. Woran erkenne ich jetzt, ich glaube, das ist ja, das nennt man eine Serie 0,5, ja, korrekt? Das ist ein 0,5er. Dann gibt es eine Serie 1, eine Serie 1,5, ja. Und die einzige offizielle Modellpflege ist dann 1973. Genau, 1973 zur Serie 2 ist die offizielle. Also Mercedes selber spricht immer nur von Vormopf und Nachmopf oder Vormodellpflege, Nachmodellpflege oder Serie 1, Serie 2. Die Strich-8-Fanatiker sprechen gerne auch dann von, schlüsseln das noch ein bisschen weiter auf und sprechen gerne von Serie 05, das ist dann vorweg. Und Serie 1,5 ist dann hinterher nach Einführung der 280er. Woran erkennen wir es? Das Einfachste ist, du kannst es hier hinten von hinten am besten sehen, ja. Das Design der Innenausstattung. Also die Serie 05 erkennst du daran, dass sie hier drei eingeschweißte Leisten haben und dann hier eine Leiste hochgehen haben. Das ist ein Design der Innenausstattung, der Türverkleidung. Die ganz frühen Serien erkennt man daran, dass beispielsweise hier auch noch der Aschenbecher verchromt ist und andere weitere kleine Chromdetails, die du vielleicht hier erkennen kannst, wenn du weiter reingehst, dass beim ganz frühen 05er auch sogar der Chrom sich hier oben lang zieht. Das sind aber dann die absoluten genauen Details darin. Du erkennst weiterhin, dass in der frühen Serie bis 1969 auch keine Liegesitze verbaut waren, sondern nur ganz einfache Verstellsitze. Das heißt, die kann man auch nur bis ein paar Grad zurückverstellen und dann ist das Ganze dann auch schon am Anschlag und man kann, kann also keine gesamte Liegefläche machen. Was erkennen wir sonst noch an der frühen Serie 05? Frühe Serie 05 hat, Mercedes hat es mal wieder versucht und auch kurz danach erkannt, dass es nicht sinnvoll ist, nur eine Scheibenwaschdüse verbaut. Ach ja. Das hat sich bereits im Sommer 1968 dann geändert. Dann gab es zwei Scheibenwaschdüsen. Das hatte, glaube ich, der 190er am Anfang auch, ne? Ja, das hat der 190er dann auch wieder gehabt. Da haben sie es dann wieder versucht und auch relativ schnell erkannt, dass bei einer großen Frontscheibe man einfach mit zwei Düsen arbeitet. Des Weiteren kennt man einen frühen 68er auch an dem verchromten Innenspiegelfuß. Ja. Leider sind diese Teile dann auch alle nicht mehr so besonders gut beschaffbar. Ja. Das ist das Weitere. Auch weiterhin bis 1970 verbaut wurden Scheibenwischer hier ohne Kappen, also einfach offen. Mhm. Und dann kommen wir richtig ins Detail. Du erkennst eine Serie 05 auch hier unten an der Schärfe der Pressung des Kotflügels. Ach ja. Das ist dann hier unten dann auch eher schärfer. Das sind so ganz offensichtliche. Und dann haben wir natürlich in der 1968er Modelljahr ist der Kühler selber, der Wasserkühler innen drin ist schmaler und dadurch steht die Batterie gerader. Die Hydropulsanlage simuliert pausenlos schlechte Straßen. Quält das Fahrwerk. Von Stoßdämpfern wird im Test mehr verlangt als in der Praxis. We'll be right back.
Die unabhängige Hinterachsaufhängung in Verbindung mit den kleinen, ungefederten Massen bietet sichere Bodenhaftung und hohen Fahrkomfort, auch auf holprigen Straßen. Hinterachse, Vorderradaufhängung und Federung sind in jahrelangen Versuchen zu einer unschlagbaren Einheit zusammengewachsen. Exakte Radführung, keine Spurveränderung. Ausreichend weiche Federung, kein Nachschwingen. Beide Achshälften pendeln die Unebenheiten der Fahrbahn aus. Die Räder bleiben am Boden, das Lenkrad bleibt ruhig. Die Sesselfederung ist auf die Radfederung abgestimmt. Nehmen wir an, Sie hätten hintereinander 20 solcher Radfahrer vor dem Kühler. Beim 20. Male bremsen die vier Scheibenbremsen wie beim ersten Male. Glühende Scheibe auf dem Bremsprüfstand. Kein wesentliches Nachlassen der Bremskraft. Woran würde ich jetzt eine Serie 2 erkennen? Du würdest eine Serie 2 daran erkennen, dass erstmal es gar keine Doppelstoßstangen mehr gibt. Aha. Und du erkennst die Serie 2 dann daran, dass das Kennzeichen von unter der Stoßstange auf mittig zur Stoßstange gewandert ist. Aha. Des Weiteren erkennst du die Serie 2 dann daran, dass der Kühlergrill breiter ist und der Kühler selber flacher ist. Das wurde gemacht aus designtechnischen Gründen, um das Auto dann etwas schnittiger erscheinen zu lassen und dann auch den 1972 vorgestellten 116er etwas anzupassen. Mhm. Dann haben wir, glaube ich, kein Ausstellfenster mehr, ne? Dann haben wir auch kein Ausstellfenster mehr. Das ist auch so bei der Serie 2. Wobei wir hier jetzt ganz speziell sehen, und das werde ich auf Treffen sehr, sehr oft drauf angesprochen, auf diesen Außenspiegel. Der sei nicht original. Dazu kann ich nur sagen, es ist richtig. Weil original für dieses Auto, weil es 1968 in Frankreich erstmals zugelassen wurde, wäre kein Außenspiegel. Weil bis 1970 war in Frankreich kein Außenspiegel Pflicht. Also hat dieses Auto teure Extras wie Kunstlederausstattung, wie Servolenkung, wie Automatikgetriebe, wie Mittelarmlehne, Mittelsitzkissen und Kopfstützen. Aber der Vorbesitzer hat sich die paar Francs für einen Außenspiegel einfach gespart. Weil war nicht Pflicht. War sehr schön. Ja, die späteren Serien haben dann hier nicht mehr das praktische Ausstellfenster. Was wirklich, das ist wirklich toll. Das ist total toll, weil es, gerade wenn es so aufgestellt ist, dann zieht es wunderschön durchs Auto durch. Es gibt quasi einen sehr hohen Luftumschlag durch das Auto. Und das führt dazu, dass die Temperatur gefühlt sehr stark sinkt. Ich war mit dem Wagen vor einigen Wochen in Stuttgart zum Strich-8-Club-Treffen, 50 Jahre Strich-8-Club bei Mercedes. Und an dem Wochenende war es echt warm, also richtig warm. Und ich habe das Ausstellfenster so offen gehabt und ich bin anstandslos durchgekommen, ohne völlig durchgeschwitzt dort anzukommen. War sehr schön. Das neue Gesicht der erfolgreichen Mercedes-Benz-Modelle 200 und 230/6. Diese Pkw bieten die besten Eigenschaften, die man von einem Automobil verlangen kann. Komfort, perfekte Technik und Sicherheit. Zum Beispiel halten Profile an den vorderen Windschutzsäulen die Seitenscheiben länger schmutzfrei. Hier ohne das Profil. Das gleiche für die Heckscheibe. Links das schmutzwasserableitende Profil, rechts überklebt. Der Laie sieht jetzt hier glatte Rückleuchten. Bei der Serie 2 würde er geriffelte Rückleuchten sehen. Das ist ein Mercedes-Patent, 5 Riffel da drin. Diese sorgen dafür, dass selbst bei völlig verschmutztem Heck immer noch die Rückleuchten klar zu erkennen sind. Bei diesem Auto selber sehen wir jetzt, dass hier ein Teil gelb ist und ein Teil rot ist. Gelber Blinker versteht jeder. Rote Bremse, rote Rückleuchte versteht auch jeder. Aber gelber Rückfahrscheinwerfer, das wiederum ist auch Frankreich spezifisch. Ah, okay. Die Franzosen hatten damals sämtliches Licht in gelb. Dass sie die Kennzeichenleuchten nicht auch noch gelb gemacht haben, war wohl alles. Aber insbesondere sehr spaßig und spannend ist immer der Rückfahrscheinwerfer in gelb. Zum Glück ist das mittlerweile beim TÜV kein Problem mehr, aber ich kann mich vor 15 Jahren noch daran erinnern, dass das also zum TÜV immer mal ein bisschen spannend war.
Und das Einfachste war halt zum TÜV eben umzutauschen. Mittlerweile ist es kein Problem mehr. Der Wagen wird auch original ausgeliefert worden sein, vorne mit Bilux-Scheinwerfern und gelben Reflektoren, genauso wie gelben Nebelscheinwerfern. Das ist leider in der Vergangenheit, in der Geschichte des Autos verloren gegangen. Man könnte es für die Nebelleuchten problemlos nachrüsten. Gelbe Reflektoren fürs Abblendlicht sind leider immer noch nicht erlaubt. Mhm. Kannst du grob sagen, was müsste man heute für so ein Auto in diesem Zustand bezahlen als Liebhaber? Also der Wagen ist eine ehrliche 3. Mhm. Der Wagen ist also nicht besonders herausragend. In der Größenordnung zahlst du für so ein Auto irgendwas zwischen 8.000 und 11.000 Euro. Ist aber wahrscheinlich eine gute Geldanlage, ne? Ich habe in den 15 Jahren zumindest kein Geld verloren, sagen wir es mal so. Es gibt aber sicherlich Geldanlagen. Wenn ich gewisse Fonds vor 15 Jahren abgeschlossen hätte, wäre das vielleicht günstigere Anlage gewesen. Der reine Kaufpreis, die reinen Kaufpreise, ja, ist eine sehr gute Rendite. Aber es gibt auch laufende Kosten und der größte Kostenfaktor ist Unterbringung. Weil dieses Auto muss halt immer irgendwo untergebracht sein und unter Dach stehen. Und das ist so. Versicherung und Steuer sind gar nicht der größte Posten. Auch ich habe mir kurz überlegt, ob ich diese Autos, ich habe mehrere, ob ich die Autos auf eine 07-Nummer zulasse oder registriere oder ob ich bei den H-Nummern jetzt auch Saisonkennzeichen nehme. Ich persönlich fahre aber gerne auch mal im Winter oder nutze das Auto auch zur Fahrt zur Arbeit und das schließt das eine dann das Saisonkennzeichen aus und das andere würde halt ausschließen, eine 07 zu machen. Insofern habe ich meine Autos fast alle regulär zugelassen, damit ich sie regulär nutzen kann. Sein Name? Mercedes-Benz 250. Ein Ergebnis unserer Leidenschaft zur Perfektion. Fahren Sie ihn. Es gibt ja sein 50 Jahre altes Auto, gibt er aus der Hand. Ne? Das ist schon beeindruckend. Aber er weiß ja, dass ich auch ein zumindest 30 Jahre altes Auto fahre. Ah ja. Okay. Ja, dann weiß man das zu schätzen. Ne? Das ist schon toll. Jetzt der Sechszylinder-Vergasermotor noch. Ja. Toll. Ich schalte doch wieder eins. Und das mit diesem weißen Bakelitlenkrad, das ist doch eine Pracht. Ja, ne? Ich weiß gar nicht, ob das E-Auto auch ein weißes Bakelitlenkrad hatte. Wahrscheinlich nicht. Nee, das hatte, glaube ich, ein schwarzes Lenkrad. Und im Prinzip könnte ich das auch jetzt fast autonom fahren. Sie sehen das hier so, weil wir haben keine Seitenkräfte. Wir sind jetzt in der Steilwand. Ja, das bedeutete aber auch damals für das elektronisch gesteuerte Auto, es musste der Leitrad für eine bestimmte Geschwindigkeit in der Steilkurve ausgelegt werden. Ja. Denn dann fuhr es praktisch querkraftfrei über den Leitrad. Ja, die musste genau eingehalten werden. Genau, die Geschwindigkeit wurde vom Leitpult, vom Steuerpult im Messhaus vorgegeben. Da war ein Schieberegler. Man konnte also die Geschwindigkeit einstellen. Ja. Und das Auto wurde hier auch eingesetzt für den Versuch Reifenabrieb. Man wollte hier also den Reifenabrieb über längere Zeit nachvollziehen, so wie es auf der normalen Landstraße auch passierte, was aber nicht funktionierte, denn hier fuhr das Auto praktisch nur geradeaus, machte keine Kurven, wenig Bremsmanöver und wenig Beschleunigungsmanöver. Und das führte dazu, dass der Abrieb praktisch kaum nachvollziehbar war. Das heißt, es war im Prinzip schon automatisiertes Fahren. Es war kein autonom fahrendes Fahrzeug, aber automatisiert. Es war ein automatisiertes Fahren ohne Fahrer, ganz begrenzt hier auf die Steilkurve. Ja, und das ist im Prinzip, wir schlagen die Brücke zum Jahr 2018. Heute Continental, der Cruising-Chauffeur hat auch wieder zum Ziel, er fährt hochautomatisiert und hat zum Ziel, eigentlich den Menschen rauszunehmen daraus. Ja. Wie bei Ihnen damals. Bei Ihnen damals war das Ziel, Reifentests zu fahren, ohne menschlichen Einflussfaktor, automatisiert, reproduzierbar. Und heute ist es im Prinzip so, der Cruising-Chauffeur soll Menschen rausholen aus der, ja, kann sozusagen aus der Langeweile. Er soll ihn assistieren praktisch. Er soll die Aufgaben übernehmen, die für den Fahrer eigentlich
viel zu langweilig sind, ja, wenn er permanent auf der Autobahn geradeaus fahren muss. Und das war ja im Prinzip damals 1968 auch so. Es war eigentlich eine langweilige, ja, monotone Aufgabe. Es ging ja, Sie haben es erzählt, es ging um Abriebtests. Ja. Das heißt, große Strecken machen. Das E-Auto fuhr auch nachts. Genau. Es war gerade für diese Situation konzipiert, dass es im Dreischichtbetrieb, wenn der normale Versuch hier beendet war, dann fuhr hier in der Nacht das elektronisch gesteuerte Auto. Und dazu muss man sagen, damals war die Conti ein reiner Reifenhersteller oder Hersteller von Gummi und technischen Artikeln und hatte mit Fahrzeugsystemen absolut nichts im Sinn. Ja. Das elektronisch gesteuerte Auto von damals ist also von diversen anderen Firmen mit unterstützt worden. Das ist wirklich beeindruckend. Ich muss sagen, ich kann jetzt am Ende dieses Tages nicht sagen, was mich mehr beeindruckt. Der Cruising-Chauffeur ist sehr beeindruckend, ja, aber diese Pionierleistung damals, wo noch niemand davon gesprochen hat, vom automatisierten Fahren, da muss ich sagen, Hut ab, ja, was damals geleistet das worden kann man ist. So, kann man so sehen. Leider ist es dann nicht mit dem Druck verfolgt worden, der vielleicht erforderlich gewesen, ja, wäre, um das praktisch weiter auszubauen. Ja. Wir haben also die Möglichkeiten für den Versuch damals nicht so gesehen. Ja, Sie hatten ja auch, glaube ich, ein Problem war, glaube ich, der Stellmotor, der das Lenkrad dann immer so ruckweise, ja, bewegt hat. Ja, es, ne, war immer in kleinen Schritten. Ne? Ja, das heißt. Aber es war auch, man muss ja berücksichtigen, wir hatten ein Auto für eine Reifengröße. Ja. Wir haben ja diverse Reifengrößen praktisch. Und die hätten man alle testen müssen. Man hätte immer wieder ein neues Auto dafür bauen müssen. Das hat eigentlich den Rahmen dann gesprengt. Ja. So hat man im Grunde genommen auf serienmäßige Fahrzeuge zurückgegriffen, hat entsprechende Versuchsfahrer ausgebildet, die dann die Standardversuche wie Bremsen und Aquaplaning dann durchgeführt haben, ohne eine gewisse Automatik. Ja. Das war der schnellere Weg damals. Ne? Ja. Aber vielleicht gibt es bald wieder ein E-Auto, wir haben das gehört, in Texas wird es möglicherweise wieder eingesetzt zum Reifentest. Ja. Wir sind gespannt, wird leider kein Strichachter werden. Schade. Nee, das wird es sicher nicht. Ja. Aber ich muss dazu sagen, der Strichachter war damals schon ein sehr, sehr ausgereiftes Fahrzeug und sehr verlässlich. Wir haben diesen Typ sehr lange hier im Reifenversuch gehabt auf, ja, dem Conti-Forum. Ja, bis 74, ne, glaube, ja, ich. Nein, noch länger. Noch also das länger. E-Auto hat bis 74, das hat auch über 74 hinaus noch gefahren. Nur der Betreuer, Herr Weber, der ist 1974, hat er die Conti verlassen und damit endete dann auch so die Weiterentwicklung des E-Autos. Ne? Ja. Das ist dann zwar noch eingesetzt worden für Demonstrationen, aber dabei ist es dann auch geblieben. Wenn wir hier die Tage der offenen Tür hatten, dann ist auf dem großen Kreis das E-Auto dort ohne Fahrer gefahren. Die Besucher kamen rein und sahen dort ein ferngesteuertes Auto, das dort lief. Das war schon beeindruckend. Das glaube ich. Jetzt fällt mir auf als 126er-Fan, warum sind die Felgen nicht in Wagenfarbe lackiert? So stelle ich mir das mal vor bei denen. Ja, das liegt jetzt an dem aktuellen Besitzer, also an mir. Ja. Ich finde es einfach schöner. Okay, ich weiß, dass es nicht perfekt original ist, aber so genau sehe ich das Ganze auch nicht. Es ist, wie wir bei 50 Jahre Strich 8 im Werk gelernt haben, ist es auch in der Produktion teilweise 1968 so gemacht worden, weil sie ein Problem damit hatten im Produktionsablauf. Die Farben der Autos, insbesondere die Radkappen, sind ja immer nach Dachfarbe, nicht unbedingt nach Wagenfarbe, und den gab es auch zweifarbig. Hatten sie ein Problem, die genauen Farben zuzuschlüsseln. Und sie hatten sehr oft einfach stumpf die falschen Radkappen. Und sie sind dann für einige Monate dazu übergegangen, die Wagen auch so auszuliefern. Ja. Auf einigen historischen Bildern kann man es auch sehen. Ja. Und, aber eigentlich, ja, die meisten, oder es gehört sich so, dass die Radkappen in Dachfarbe lackiert sind. Der Wagen ist originalgetreu. Der Wagen ist original. Das heißt, er zeigt auch Spuren der Jahre.
Scherzhalber sage ich auch immer, ich sehe nicht mehr so aus wie bei meiner Erstauslieferung. Das tut das Auto auch nicht. Man sieht natürlich schon am Seitenteil hinten oder hinten rechts an der Tür oder auch vorne an einigen Ecken die Spuren der Jahre. Meiner Meinung nach darf ein Auto das auch zeigen. Ich halte das für ehrliche Patina. Während halt viele Leute gerne Verschleiß, Rost als Patina bezeichnen. Bei uns am Stammtisch haben wir dafür das geflügelte Wort Patina Plus. Das ist dann mehr als Patina. Ich finde überrestaurierte Autos persönlich nicht schön. Es gibt Leute, die finden das sehr, sehr schön. Es behindert mich dann beim täglichen Einsatz. Hier mache ich mir überhaupt keine Sorgen, wenn ich den Wagen halt beim täglichen Einsatz, beim Einkaufen oder zur Arbeit nutze. Ja, dann nutze ich ihn halt. Und wenn sich dann irgendein Kratzer, ein kleines Bäulchen oder irgendwas zeigt, dann sage ich ganz ehrlich, dann ist das so. Das ist mir persönlich wichtig. Deswegen sind auch noch weiterhin so Spuren der Jahre drauf, wie hier ein 1990er Aufkleber, Scheibenaufkleber noch aus Frankreich oder das alte Versicherungszertifikat, was natürlich lange, lange, lange nicht mehr gültig ist. Dieses ist jetzt 1991 abgelaufen. Oder auch 2008, als wir gemeinsam in Tschechien beim VDA Herbsttreffen waren. Da habe ich das auch noch drauf. Kommt der Wagen irgendwann noch weg oder bleibt der für immer bei dir? Es ist nicht geplant, den Wagen zu verkaufen, sage ich ganz ehrlich. Ich habe mir den Wagen damals so gesucht, weil auf einem vergleichbaren Strich 8, den Wagen von meinem Vater, habe ich halt das Autofahren gelernt. Dessen Weiß war ein etwas anderer Ton, Innenausstattung war Cognac, aber Stoff. Der Motor war ein 230er statt eines 250ers, aber ich wollte den Wagen eigentlich genauso wieder haben und deswegen bleibt das erstmal so. So, jetzt fahren wir unsere letzte Runde, würde ich sagen. Ja. Einmal noch die Steilwand genießen. Einmal noch die Hände vom Lenkrad nehmen. Ne? Einmal noch merken, dass die Arme auch schwerer geworden sind. Wenn man also weiter oben fährt mit höherer Geschwindigkeit, dann ist die querkraftfreie Fahrt bei 180 ja. ungefähr 1,6 G. Ne? Ja. Das heißt mit 1,6-fachen des Gewichtes. So, jetzt gönnen wir dem Strich 8 eine Pause. Ich glaube, der hat heute genug geleistet. Hat heute seinen Dienst getan, das stimmt. Das ist wunderbar. Herr Unsermann, vielen Dank. Nichts zu danken, gern das geschehen. Für mich war das auch ein Erlebnis, mal mit dieser neuesten Technik im Fahrzeug konfrontiert zu werden oder das mal im Einsatz zu sehen. Wenn man aus dem Berufsleben raus ist, dann geht dann vieles doch an einem vorbei. Ne? Das ist ja auch noch nicht so weit, dass man es einsetzen kann. Ne? Ja. So, dann melden wir uns kurz ab. Mercedes, Schlörp, wir sind wieder vom Oval runter und jetzt ist wirklich Feierabend bei uns. Das glaubt Ihnen Vielen keiner. Vielen Dank. Das glaubt Ihnen keiner. Ja, danke. Reifentest, Versuchsreihe R60 K5. Aufgabe, Abrieberprobung. Dauertest, Versuchsreihe RIP 14 RG. Aufgabe, Karkasserprobung. Sonderversuche Italien, Autostrada del Sol. Sonderversuch Nürburgring. Aufgabe, Abrieb- und Karkasserprobung. Sonderversuch Norwegen. Aufgabe, Erprobung von M- und S-Reifen. Sonderversuche und Dauertests auf den Straßen Europas. Jahresleistung 7 Millionen Versuchskilometer.
täglich einmal um die Erde. An die Reifen werden immer höhere Anforderungen gestellt. Die heute verlangten Eigenschaften können nicht mehr allein im Straßenverkehr getestet werden. Deshalb bauten wir das Contidrome. Elektronische Rechenanlagen berechnen und zeichnen die optimalen Abmessungen der Versuchsbahn. Größe des Geländes 770.000 Quadratmeter. Bewegte Erdmassen 500.000 Kubikmeter. 190.000 Kubikmeter für die Dammschüttung der Steilkurven. Bau der Kurve. Einsatz eines Spezialgerätes, mit dem auch die steilsten Bereiche ohne Schalung millimetergenau gefertigt werden. Länge der Fahrbahn 2800 Meter. Radius der Kreisbögen 170 Meter. Maximale Querneigung der Bahn in der Steilkurve 58 Grad. Länge der Messstrecke 500 Meter. Die Versuchsbahn wurde mit größter Genauigkeit gefertigt. Selbst bei hoher Geschwindigkeit braucht das Lenkrad nicht festgehalten zu werden. Das Fahrzeug durchfährt die Steilkurve querkraftfrei. Die Messstrecken, Forderung, Oberflächengenauigkeit, verschiedene Fahrbahnoberflächen, Kopfsteinpflaster, Beton, Asphalt. Die Wasserstrecke. ...150 Meter lang, 7,5 Meter breit. Höchste Genauigkeit aller Fahrbahnoberflächen. Einsatz einer Spezialmaschine mit Diamantfräswalzen. Erreichte Genauigkeit, Abweichung vom Nullniveau unter 2 mm. Die Beregnungsanlage. 43 unterirdisch eingebaute Regner. Überfahrbar. Berechnet werden die drei Messbahnen in der gesamten Länge. Wassermenge einstellbar von 1 bis 12 mm Niederschlag pro Stunde. Labor unter der äußeren Sicherheitsbahn. High-Speed-Kameras filmen durch gläserne Fahrbahn, Bodenaufstandsflächen von Reifen. Profilstudie M&S-Reifen. Fahrzeuggeschwindigkeit 130 km pro Stunde. Kamerageschwindigkeit 10.000 Bilder pro Sekunde. Abrollumfangmessung. Motorenauslegung, Getriebeabstufung und Tachometerabstimmung. Drehzahlgeber zur Übermittlung der Radumdrehungen. Registrierung durch elektronisches Zählgerät. Rollwiderstandsmessung auf Prüfstand.
Rechts Reifen mit Rollwulst, links Reifen ohne Rollwulst. Rollwiderstandsmessung am Fahrzeug. Ausrollversuch. Links Reifen ohne Rollwulst. Höchstgeschwindigkeitsversuch. Stopp. Gleiche Fahrzeuge, gleiche Bedingungen. 170 km pro Stunde, 180 km pro Stunde. Geschwindigkeitsgewinn durch Reifen ohne Rollwulst. Kraftstoffverbrauchsmessung. Vergleichsmessungen zur Bestimmung des Rollwiderstandes unterschiedlicher Reifenkonstruktionen. Grenzbelastungsversuch. Reifenprüfung bei Überlast und maximal möglicher Geschwindigkeit. Messung Laufflächentemperatur. Kontrolle Luftdruck. Die Messungen erfolgen in festgelegtem Rhythmus. Auch die Straßenoberflächentemperatur wird registriert. Vorbereitung eines Fahrzeuges für eine Fahrkomfortmessung. Befestigung eines Drehzahlgebers. Anschluss eines Beschleunigungsaufnehmers. Beschleunigungsaufnehmer an der Vorderachse. Tonbandaufzeichnung 14 Kanäle. Laborauswertung. Messung des Dämpfungsvermögens. Aufnahme der Fahrbahnstöße am Chassis. Registrierung der Messwerte nach Größe und Anzahl. Aufnahme von Tangentialbeschleunigungen am Lenkrad durch Fahrbahnunebenheiten hervorgerufen. Geräuschmessung bei Geradeausfahrt. Aufnahme der Geräusche durch Hochleistungsmikrofon und Spezialtonbandgerät. Laboranalyse. Automatische Integration. Geräuschmessung bei Kurvenfahrt. Messung des Schalldruckes mit Pegelmessgerät. Wedeltest. Vorgegebenen Kurs mit größtmöglicher Geschwindigkeit durchfahren. In Betriebnahme des Senders zur Speisung der Antennen, meanderförmig in Kopfsteinpflaster und Asphaltbahn verlegt. Messung des Fahrstabilitätsverhaltens an PKWs. Kurskreiselgerät, Beschleunigungsaufnehmer, Lenkeinschlagaufnehmer.
Messgrößen, Lenkeinschlag, gefahrener Kurs und Querbeschleunigung. Ausgeglichenheit auf nasser Fahrbahn. Prüfung der Fahrstabilität bei LKW auf nasser Fahrbahn und auf trockener Fahrbahn. Gaswechseltest. Beurteilung des Fahrverhaltens bei Durchfahren eines Kreisbogenstückes. Gas weg im Scheitelpunkt. Reaktion gut. Die Geschwindigkeit wird um 5 km pro Stunde erhöht. Wagen gerät außer Kontrolle. Versuch anreißen. Ruckartiger Lenkeinschlag. Beurteilung der Fahrstabilität. Abwerftest mit schlauchlosen Reifen. Auch bei extremer seitlicher Beanspruchung springt der Reifen nicht von der Felge. Messung des Kraftschlusses zwischen Reifen und nasser Fahrbahn. Messung der Umfangskraft bei vorgegebenem Schlupf, verschiedenen Geschwindigkeiten und unterschiedlichen Fahrbahnen. Registrierung der Messwerte. Bedingungen werden notiert. Demonstrationsversuch Bremsen. Zwei gleiche Fahrzeuge, gleiche Versuchsbedingungen. Bremsung. Linkes Fahrzeug, Reifen mit ausreichendem Profil. Rechtes Fahrzeug, zu stark abgefahrene Reifen. Noch einmal Test mit abgefahrenen Reifen. Bremsung. Traktion. Geschlepptes Fahrzeug bremst Zugfahrzeug immer stärker ab. Bis zum Stillstand. Zugkraft wird gemessen, aufgezeichnet. Raddrehzahlen werden registriert. Überflutete Fahrbahn, Aquaplaning, Seitenwind, keine Bodenhaftung. Warum? Hier ist die Antwort. Erste Möglichkeit. Der Wasserkeil hebt den Reifen mit zu geringem Profil von der Fahrbahn völlig ab. Keine Bodenhaftung, keine Kraftübertragung. Selbst voll eingeschlagene Vorderräder bewirken keine Richtungsänderung. Zweite Möglichkeit. Reifen mit mittlerer Profiltiefe. Wasserkeil hebt den Reifen teilweise von der Fahrbahn ab. Wenig Bodenhaftung, geringe Kraftübertragung. Dritte Möglichkeit. Reifen mit ausreichender Profiltiefe. Wasserkeil kann den Reifen nicht abheben. Gute Bodenhaftung, gute Kraftübertragung. Gutes Reifenprofil. Auch bei Seitenwind sichere Fahrt. Schlechtes Profil, Seitenwind, Aquaplaning.
Im Contidrome vergeht kein Tag, an dem nicht etwas Besonderes geschieht. Auch Prototypen werden hier getestet. Winterversuche. Erprobung von M- und S-Reifen. Bremsversuch. Traktion. Wechselkurven. Reifenversuche bei jeder Wetterlage. Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Fahrkomfort werden unter härtesten Bedingungen getestet. Das Contidrome für den Fortschritt gebaut. Eine Teststrecke, auf der heute Reifen geprüft werden, die Europa morgen fährt.